Das Selbstvertrauen passt beim HCL Florenz und so geht der Tabellenzweite zuversichtlich in das Spiel gegen den HSV Hannover. Die Niedersachsen belegten in der vergangenen Saison Platz 6 in der Nordstaffel, jetzt spielen sie im Osten und so zum ersten Mal in Dresden. Die Treffer 1 und 2 gehen an den Gast, danach aber kommt der HCL Florenz ins Laufen. Offensiv passiert viel über den Rückraum. Torgefahr versprüht vor allem Gabriel De Santis. 6 Tore bei 7 Versuchen erzielt er später allein im ersten Durchgang. Eine starke Quote von 86%. Ebenfalls überdurchschnittlich ist das Spiel von Torhüter Timo Meinl Mitte der ersten Halbzeit. Immer wieder entschärft der erfahrene Schlussmann die HSV-Angriffe. Ja, die spielen ihre 2-3 Kombinationen und die spielen sie richtig gut. Also viel Druck auf die Abwehr und immer den besseren Mann suchen. Und das ist schon qualitativ gut. Und da denke, da haben wir eine Abwehr gut gegengehalten. Das Spiel ist bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgeglichen. Doch in den Schlussminuten von Durchgang 1 kann sich der HCL Florenz absetzen. 18:13 heißt es zum Seitenwechsel. Die 200 Zuschauer sehen auch im zweiten Spielabschnitt einen gut aufgelegten Gastgeber. Lediglich in den Anfangsminuten fehlt es kurzfristig an einer Idee. Doch die Manndeckung von Gabriel De Santis wird schnell kompensiert. Spielmacher Matthias Rudo verteilt geschickt die Bälle gegen die offensive HSV-Deckung und wenn es nötig ist, schließt er auch ab. So wie bei diesem toll herausgespielten Treffer zum zwischenzeitlichen 24:16. Ja, ich denke, das war im Angriff da teilweise sehr gut gespielt haben, flüssig den Ball laufen haben lassen und wie gesagt immer die richtige Antwort gefunden haben und deswegen geht das ja auch völlig in Ordnung, der Sieg. Von einem Sieg zu sprechen ist nicht verfrüht, denn bereits nach 40 Minuten ist alles klar. Der HCL Florenz beherrscht das Spiel und verwöhnt seine treuen Fans mit schönen Ballstaffetten. Angesichts solcher Treffer gerät sogar der Trainer fast schon ins Schwärmen. Kompliment an die Mannschaft, nach ein bisschen anfänglicher Abstimmungsprobleme haben wir uns dann hervorragend reingekämpft über die Abwehr mit dem Timo hinten im Tor. Unsere Sicherheit gefunden, Rudi hervorragend, denke ich mal, Regie geführt, die richtigen Mittel gefunden. Und ich denke mal, dann haben wir auch die Durchschlagskraft im rechten und linken Rückraum heute gehabt. Und da kann ich nur Chapeau sagen. In den Schlussminuten wechselt Peter Püsal munter durch. So bekommt auch Ersatztorhüter Marcel Balster die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Am Ende gewinnen die Tiger von der Elbe mit 6 Toren Vorsprung. Wie schon vor einer Woche beim Auswärtssieg in Pirna heißt es nach 60 Minuten 31:25 für den HCL Florenz. Ich wusste, dass Hannover damals der so erste Gradmesser war von den Spielen, die wir jetzt hatten. Auch von der Struktur her, vom Ballgefühl für die haben wir wirklich gesehen. Die haben den Ball gut laufen lassen. Und ja, aber wir haben sie geknackt. Und wie gesagt, ich denke mal, speziell Steigerung von hinten nach vorne, wirklich, ja, auf jeden Fall das beste Saisonspiel bisher, definitiv. Die Siegesserie geht also weiter. Mit 8:0 Punkten bleiben die Dresdner auf Tabellenplatz 2 und nur durch das schlechtere Torverhältnis vom Platz an der Sonne getrennt. Wir haben schon den Anspruch, da oben mitzuspielen. Aber wir wissen natürlich auch, dass speziell auswärts in Hannover, auswärts bei den Frankfurter Mannschaften, da extreme Aufgaben auf uns warten. Aber den Druck stellen wir uns. Wir haben 18 Punkte, sind da oben, das ist ja gut. Die Punkte kann uns keiner mehr nehmen und jetzt haben wir 2 Auswärtsspiele vor der Brust. Und vielleicht kommen wir mit 12:0 heim, aber erstmal feiern wir heute ein bisschen. Ist okay. Abheben wird beim HCL Florenz so schnell keiner. Auch ein Spitzenteam der dritten Liga baut nach dem Spiel die Werbebanden noch selber ab. Teambildende Maßnahmen à la HCL Florenz, so etwas ist in anderen Sportarten undenkbar.